Moin Mahlzeit, willkommen zurück zu Banished. Es ist ein weiteres Mal Samstag und ich begrüße euch recht herzlich zurück in unserer Traumsiedlung. Heute geht's ein bisschen theoretische Fachsimplei an den Start, denn ich möchte heute ein bisschen Ordnung in unser Lagerchaos bringen. Was genau heißt das? Es heißt, dass mich das leider ein bisschen sehr nervt, dass eine leichte Unklarheit herrscht, was zum Beispiel hier Materialien angeht. Wir haben ja in der letzten Episode unsere Haushaltslieferanten Möbel, Bauer, Ikea-Knechte gebastelt und auch, und ich muss es kurz suchen, da ist er, der einen Schreiner gebastelt. Ja, er stellt die Möbel her und er macht aus den Möbeln die Haushaltswaren. Ich guck mal ganz kurz, ob da schon irgendwas passiert ist, ich glaube, aber noch nicht viel. Baumaterialien haben wir inzwischen ein paar. Exklusive Haushaltswaren. Die haben wir, glaube ich, mal erhandelt. Nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass wir die herstellen. So, aber jetzt möchte ich mal gucken. Haushaltswaren müsste ja eigentlich hier sein. Honig, Hühner. Tauchen die nicht hier auf? Eigentlich müsste ja, wenn da eine Null stehen, wenn wir noch keine hergestellt haben. Ich sehe sie leider aber gerade nicht. Wir haben Hühnerfleisch, Hafer, Hühner, Schweine, also Handelsschweine, Heidelbeeren, Himbeeren, Holz, Holzkohle, Honig, Honigwein, Hunger, das war's. Hä? Ach so, wir haben noch gar kein Kupfer. Haha, ja, richtig. Haben wir schon die Kupfermine gebaut in der letzten Episode? Ich glaube nein, hä? Warte mal, hier steht sie doch schon. Aber sie ist... Ach ja, 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 schön. Ja, das gleiche Problem, was ich jetzt angesprochen habe, das Ding ist auch am Materialcap. Und ja, wir haben jetzt 9700 und gleich ist das Ding wieder aus. Ja, Problem leider ist, dass uns irgendwas dieses Cap vollhaut. Ich nehme stark an, es ist Sand. Oder auch... Wartet mal, ich habe das hier schon kurz da. Ja, wir haben zum Beispiel 3000 Sand. Ich würde mir so wünschen, das müsste, würde hier beistehen, wenn was, oder unter welcher Kategorie der Kram fällt. Würde einen echt schon weiterhelfen. Kann ich das vielleicht hier? Baumaterialien. Ja, zeigt aber leider auch nicht an, was das ist. Ah, Mann. Nahrung, Werkzeug, Luxusgüter, nee. Leider nein. Tja, ja gut, ich habe zumindest einen Plan. Also ich will zum Beispiel euch mal eben hier das Lagerhaus zeigen. Da habe ich kurz in einer kleinen Session oder einem kleinen Testspiel schon mal gebastelt. Da kann man nämlich selbst bestimmen, was eingelagert werden soll. Wir werden dieses große Lager einmal hier oben an die Spitze setzen und kurz warten, bis das Ding fertig ist. Und dann schauen wir mal, ob wir uns damit über irgendwie retten können. Ansonsten hätte ich mich jetzt erstmal gesagt, wir werden hier hinten die Produktion einstampfen von unserer ganzen Sandgeschichte. Das heißt, wir werden hier einfach einmal alles ausmachen. Aus, aus und auch du aus. So, wir haben keinen Sand. Ja, kein Sand, kein Lehm mehr, genau. Wir werden hier noch den Restkram verbrennen, zum Beispiel zu Dachziegel brauchen wir auch nicht mehr. Habe ich schon im Lager geschaut, haben wir auch mehr als genug von. Machen wir auch aus. Und er hier macht auch Ziegel. Wisst ihr was, machen wir auch aus. Wir machen die ganze Produktion hier aus. Außer ihn hier. Also Brennstoff brauchen wir noch, weil das läuft nämlich hinten mit unserer Mine. Müssen wir kurz mal gucken, was haben wir denn am meisten auf Lager von dem Kram hier? Einen Moment. Ja, es wird eine sehr theoretische Folge, aber es muss auch mal sein, denn wir müssen irgendwie zusehen. Ja, Lagerhaus ist fertig, werden wir uns gleich drum kümmern, dass wir hier mal ein bisschen klar Schiff machen. Wäre echt um einiges einfacher, hätten wir hier zum Beispiel noch einen Sortieren-Button, Klick, sortiere nach Material, Trockengut, irgend sowas. Wäre super, gibt's aber leider nicht. So, dann müssen wir es halt so machen. Wir gucken mal kurz. Brennholz, Holzkohle. Kurz mal nach Name. Brennholz sind 1000. Ja, sehen wir auch da oben. Wie sieht es denn mit der Holzkohle aus? Ups. Mal doch mal. Also ist nach einem Holzkohle. Holzkohle. 100. Nee. Ja, Kohle. Wie sieht es mit der. Check nochmal Kohle aus. Auch nicht wirklich viel, was? Kupfer. Kohle 2700. Ich glaube, wir machen das jetzt mit Kohle.
So, ach so, ist ja gar keiner am Arbeiten? Ach so, wir haben jetzt zwei. Haben wir jetzt zwei Raffinerien? Haben wir hier oben noch eine gebaut? Oh mein Gott, warum leckt denn das gerade so? Oh, ist das langsam. Alte Scheiße. Nee, hier ist die Köhlerei. Da ist der Kollege. Dockheim. Ha. Naja, wir werden also einmal kurz schauen. Wir werden hier mal vier Leute reinschicken. Und ihr, liebe Leute, werdet jetzt hier unser Lager ein bisschen entmüllen. 3000 Sand. Ich muss es kurz suchen. Ja, wäre echt cool, wenn das jetzt hier oben abwäre von dem hier. Das wäre geil. Vielleicht zählt das ja als sowas wie ein Lager. Das heißt, wenn jetzt hier die 3000 drin sind, dann geht es hier runter. Oh, da sind schon mal. Oh ja, es funktioniert. Ihr seht. Da geht es jetzt runter. Und wir werden auch so gut wie möglich. Oh ja, genau, wunderbar. Jetzt funktioniert das hier. Das gleiche können wir mit dem Trockengut auch gleich machen. So, der Sand wird jetzt hier Bienenwachs zum Beispiel. Genau, das wollte ich auch noch machen. Wir haben nämlich hier unsere Produktion von dem Talg eigentlich für die Kerzen. Jetzt haben wir aber schon so gut wie keinen Talg mehr. Wir machen das jetzt mit Bienenwachs. Dann kommt der nämlich auch endlich mal weg. So. Dann arbeitet ihr beide wieder. Ja, und die Kerzen anscheinend zählen am Ende auch zu Materialien. Aber ich denke nicht, dass wir da viele haben. Also, ich glaube nicht, dass das wirklich dann unser Problem sein sollte. Wir haben jetzt hier schon mal Platz. Das ist schon mal sehr gut. So, wir gucken nochmal weiter. Ja, Dachziegel. Eigentlich können wir die auch hier auch erstmal einlagern. Wir brauchen sie in den offenen Lagern nicht. Ich finde echt gut, das Lagerhaus. Das ist schon mal. Oh, was ist jetzt passiert? Nein! Oh Mist, wir haben Kuhbefall. Da müssen wir ganz kurz mal reagieren. Machen wir hier gleich weiter. Auch wenn es wirklich nicht interessant ist, aber es muss halt sein. So, ich hoffe, wir schaffen das. Das mache ich nämlich sonst immer so. Wir machen jetzt hier einen auf Null. Und ich glaube echt, dass wir vielleicht mal zwei Leute hier raufschicken jeweils. Oder warte mal, zumindest eigentlich jetzt hier vorne. Wartet mal, hier machen wir jetzt mal. So, die müssen nämlich jetzt schnell getötet werden hier. Wenn es nämlich nicht schnell genug geht, dann geht diese, keine Ahnung, Pest auf die anderen Felder hier rechts oder links weiter. Los, macht sie tot. Schnell, 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 schnell. Sechs noch. Sind die Lager eigentlich voll? Aber die sind alle voll hier. Deswegen geht das so langsam gerade. Aber hier, guckt mal, die Dachziegel. Die werden wir hier überall gleich raustragen aus den Dingern. Dann haben wir wieder Platz. Dann läuft das alles hoffentlich wieder. Bis das Lagerhaus voll ist. Und wenn das voll ist, dann bauen wir halt noch eins. Und ich denke, das werden wir so weit führen, dass wir am Ende kein Problem mehr haben mit diesem Blödsinn hier oben. So, komm, das eine Tier noch. So, alles klar. Und jetzt werden wir das wieder auf 10 setzen. So. Und klicken hier einfach mal auf Aufteilen. So, jetzt haben wir hier 5. 5. Machen hier wieder nur einen rein. Zack. Fertig. Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. So, weiter geht's mit super interessantem Lagerlogistiken-Scheiß. So, also, wir wollten die Dachziegel hier noch reinschippen. Das heißt, wir müssen sie kurz suchen. Spinat und Kram, wo sind sie denn? Ja, nach Name. Ziegel haben wir schon mal normale. Ne, 200, das ist ein Witz. Wo sind sie denn? Ah, warum macht meine Maus nicht weiter hier? Da sind sie doch, Dachziegel. So, 2, 3, 6, 3. Zack. So. Wird auch vollgeklatscht. Und das müsste jetzt auch hier runtergehen, oder? Von was geht's runter? 6.600. 6.695. Ich glaube ja, es geht von dem runter hier. Wunderbar. Ihr seht, jetzt rutscht das hier auch weg. Dachziegel geht immer weiter runter. Herrlich. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Die Federn hier zum Beispiel. Die Federn können wir ja auch reinschmeißen. Finde ich gut. Ist zwar nicht so interessant für euch, aber ich finde es gut, dass wir endlich mal ein bisschen Ordnung rankriegen hier. Morgen kommt dann wieder eine interessantere Folge, denn morgen habe ich geplant, hier hinten einmal das VIP-Gebiet anzufangen. Das aber erst morgen. Heute erst langweilige Theorie. Juhui! So, also, Federn möchte ich hier noch reinklatschen. Ich liebe dieses Lager. Wisst ihr was? Wir bauen direkt ein zweites. Das ist nämlich jetzt schon bei 64%. Wir bauen ein Lagerhaus direkt daneben. So. Können Sie schon mal machen.
Und wenn dann irgendwo mal knapper Kasse ist hier, dann können wir sagen, alles klar, wir brauchen jetzt, keine Ahnung, Ziegel, wir brauchen jetzt Sand. Dann können wir es hier rausholen und dann packen wir es wieder an die öffentlichen Lager. So, also, wo waren wir jetzt? Ich wollte jetzt Federn. Federn, 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 Federn. Pflaumenmöbel. Wo sind sie? Wahrscheinlich habt ihr sie jetzt schon gesehen. Nein, ich habe es jetzt erst gesehen. Haha. 2, 3, 4, 4. Zack. Ich glaube nicht, dass die noch reinpassen, ne? Bestimmt gleich schon voll, das Ding. Die müsste man erweitern können, die Dinger. Die müssten größer sein. Oder wenn man mehrere von denen baut, dass die sich quasi das Lager teilen. Bei dem müsste ich das nämlich jetzt auch gleich noch einstellen. So, 92% haben wir jetzt hier. Kriegen wir die Federn noch rein? Ich glaube nicht, ne? Schade eigentlich. Ein Händler. Oh, das ist sogar ein Saatgutmann. Ja, da muss ich erst wieder auf unser Lager gucken. Oder auf das hier. Weintrauben, klar, die haben wir schon. Aber Hafer, haben wir denn Hafer? Haben wir den da nicht? War das nicht irgendwas? Na, Hafer haben wir schon. Machen wir da nicht Bier draus? Oh, jetzt habe ich das zugemacht. Na, toll. Ja, genau, da machen wir doch Bier raus. Haferbier, wer kennt es nicht? So, jetzt das Lager voll. Lebensmittelvorräte. Was? Lebensmittelvorräte sind aufgebraucht? Was? Wie kommt denn das jetzt auf einmal? Weil die Ernte noch nicht drin ist, oder was? Oha, ich glaube, wir müssen aufstocken bald. Wir brauchen mehr Felder. Was ist eigentlich mit dem Feld los hier? Warum ist denn da noch kein Spinat drauf? Ja, wir brauchen mehr Felder. 299, wisst ihr was? Wir werden jetzt den lieben Leuten sagen: Ernten. Und dann werden wir ganz kurz, ja, dann werden wir zwischendurch doch noch ein bisschen Praxis machen und werden ganz kurz ein paar Felder dazu klatschen. Jetzt werde ich erstmal hier sagen: Erntet mir, ups, das war falsch, so. Erntet mir, oh nee, Arbeit mache ich die, so wollte ich das machen. 55% Ertrag. Ich glaube, das lassen wir noch wachsen ein bisschen. Ach so, das geht direkt hoch. Wunderbar. Ja, machen sie das wahrscheinlich eh gleich. Ja, wir haben ja immer zwei Felder. Wir haben aber inzwischen doch viel mehr an Saatgütern, oder? Warte mal, wir haben das nach einer Reihe gemacht, ne? Wir haben hier oben, ja genau, wir haben hier mit Erbs angefangen. Dann sind wir zu Karotten gegangen und dann müssten wir hier oben das letzte gehabt haben. Das wäre dann Brokkoli gewesen. Wir haben aber inzwischen noch Erdbeeren. Wir haben noch Süßkartoffeln und wir haben noch Wassermelonen. Also machen wir nochmal sechs Felder hier vorne. Die klatschen wir jetzt oben direkt dran, obwohl auch bald eigentlich hier noch ein zweites Lager hin muss. Das machen wir, glaube ich, gleich. Dann setzen wir hier vorne gleich noch ein Lager hin. Ja, so viel zu nur Theorie. Wir werden also auch dafür sorgen, dass wir hier nicht auf einmal verhungern. So, also wir wissen ja 11 mal 22. So. Dann kommt hier ein kleines Feld hin. Das war, glaube ich, dann einfach nur 11 mal 11. Nee, eigentlich müsste das noch hier. Genau, dann sieht das nämlich cooler aus. So, und dann kommt hier 11 mal 22. Hier kommt das Magazin dann hin, das nächste. Das war dieses hier. War da noch eine Straße? Doch, da müsste man doch. Na gut, wir haben die Straße jetzt hier. Na, ist ja egal. Eigentlich müsste hier auch noch eine Straße durch. Durch die Seite. Na gut, jetzt ist es halt so. Dann trotzdem Magazin. Ich mach mal die Pause schon mal raus. So. Und eine Straße. Auch gepflastert, damit die hier ein bisschen Hackengas geben. Hier kommt eine doppelte Spur hin. So, und dann werden wir oben drüber gleich die nächsten Felder klatschen. Und zwar hier. So. Und hier. Und dann muss kurz gucken, wo ist das Feld jetzt zu Ende?
Da ist die Straße. So. Elfmal 22. So. So, dann machen wir. Achso, da fehlt noch ein Stück Straßen. Und dann machen die das dann erstmal schön fertig. So. Und ja, hier passt leider jetzt keine Straße hin, aber ich denke, die werden wohl das irgendwie hinkriegen. So, also die Nahe kommt gerade wieder rein, sie geht nach oben. So, dann möchte ich jetzt aber trotzdem erstmal hier ein bisschen noch weitermachen. Wir haben das zweite Lager gebastelt. Das Ding ist jetzt voll. Ja, leider hat es nicht alles mehr tragen können. Ich glaube, dass wir die Federn. Warum? Achso, die Dachziegel sind noch nicht alle draußen. Na, da werden wir den restlichen Dachziegel hier jetzt reinpacken. Warte mal, hatten wir 3000 noch irgendwas? Wir machen es mal so. 1500. 1500. So. Wir hatten. Machen wir bei den Federn genauso. Dann muss ich nämlich, wenn ich später das vielleicht irgendwann mal brauche, nicht lange suchen, in welchem Lager liegt denn das und das. Ich mache mal kurz hier ein bisschen langsamer. Jetzt muss ich nur kurz. Wo sind denn hier die Federn jetzt hin? Achso, da sind noch gar keine drin. Ja, logisch. Achso, ja, ja. Nee, ja, alles klar. Ich hab's. Da sind sie. Alles gut. 1500. So. Dann hier auch. 1500. So, dann den Sand. Das machen wir da genauso. Können wir gleich ein paar mehr Lager bauen noch. Das kann ich euch sagen. Da brauchen wir ein paar von den Dingern, ey. Wo ist der Kacksand? Gerste, Honig, Hummer, Kiwi, Möbel, Ofenbrennstoff, Sand. 1500. Und hier, der ist ja schon was drin, da können wir mal nach Anzahl gehen. So. 1500. So. Dann wird hier der Sand gleich da mal rausgetragen und hier wird währenddessen der Kram. Ja, natürlich war es das noch nicht. Da müsste eigentlich noch viel mehr kommen. Denn wir haben ja noch mehr Kram, der uns zumüllt. Wir haben immer noch 5000 Materialien. Und ich nehme nicht an, dass das alles wirklich brauchbares Zeug ist oder Sachen, die wir gerade irgendwann nutzen. Knochenmehl zum Beispiel. Knochenmehl werden wir auch hier reinpacken irgendwo. Da. Ich setze das auch mal auf 1500. Das machen wir hier genauso. Wenn ich es gefunden habe. Name. K-Knochenmehl, da. So, ich muss auch mal natürlich hier noch mehr Leute reinschicken. 1, 2, 3, 4. Wir haben natürlich zwei von den Dingern jetzt. Dann geht es auch schneller. Ja, so Knochenmehl. Die Dachziegel können wir noch reinschmeißen hier. Habe ich die Dachziegel nicht schon hier drin? Haben wir zu wenig reingepackt? Oder sind noch... Ah, nee, sind noch nicht alle drin. Alles klar. Nee, die kommen noch auch. Also, ja, alles gut. Aber ich denke, das ist schon nicht schlecht. Ich meine echt, ich freue mich innerlich ein bisschen, dass wir so ein bisschen das Chaos beseitigt haben. Das gleiche mache ich dann auch noch mit dem Trockengut-Kram. Das mache ich vielleicht dann offscreen. Ich möchte euch nicht komplett nerven mit dem Blödsinn. Jetzt will ich erstmal gucken, dass wir hier oben noch unsere Nahrungsproduktion noch ein bisschen nach oben schrauben. 7000. Ist schon wieder nach oben gegangen, ne? Unsere... Achso, ja, genau. Mensch, da war doch noch was. Was ist denn hier eigentlich los? Warum sind so viele Leute arbeitslos? Du bist noch Müller. Warum bist du denn noch Müller? Warte mal, da haben wir doch alle abgerissen. Hab ich den nicht gekündigt, den armen Leuten? Wartet mal. Bauern haben wir... Ja, gleich machen wir dann richtig... aber jetzt erstmal lassen wir es so. Wir haben keine Bäcker mehr. Oder sind die noch am Arbeiten? Nee. Die kann weg. Wir haben keinen Brotkram mehr. Weg damit. Weg damit. So, das heißt also, ihr Bäcker seid jetzt arbeitslos. Zack, 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 zack. Imker haben wir, Schmiede, klar. Braumeister, Metzger haben wir, Kerzengießer, yep. Priester, yep. Dockarbeiter. Keine Ahnung, ich mache mal auf 3. Das wird, glaube ich, unten unsere kleine Reisfarm. Und ich glaube auch da die Märkte am Dock. Glaube ich zumindest.
Raffinerie, Viehhirte, Jupp, Jäger, Schreiner, Köhler. Da haben wir zwei, haben aber nur einen Platz. Das ist sehr schlau. Uns fehlen hier Bergarbeiter. Da sind die Müller. Die brauchen wir nicht mehr. Packer, Arzt, Töpfer, Seilmacher. Seile haben wir auch noch nicht. Salzarbeit. Ja gut, die brauchten wir noch nicht, weil können wir nicht verarbeiten. Brauchen wir nicht. Ja, das sind hier unsere pausierten Sandschürfer. Die können wir auch mal wegpacken. Lagermeister lassen wir. Schneider ist okay. Lehrer. Ach so, Lehrer. Wir brauchen bald noch eine Schule. Eine Größe habe ich auch gesehen. Machen wir auch gleich noch fix. Verkäufer ist okay. Okay, keine Ahnung, was du einer bist, aber du bist jetzt wieder frei. So, zack, ist das da oben weg. Wunderbar. Wir haben noch einen Obdachlosen, aber damit können wir leben. So, bauen wir ganz kurz mal die Schule. Da suchen wir uns mal eine Schule raus. Da wart ihr. Nein, da war das schon richtig. Da. Da. Und Dorfschule? Nee, ich möchte mir eine richtig große bauen. Nein. Nordisches Schulhaus. Druidenschule. Nee. Ein Raum Schulhaus. Schule? Gibt es hier keine. Es gibt sogar ein College bei dem anderen, bei der anderen Mod. Gibt es das hier nicht? Büro des Gouverneurs. Was macht das denn an? Der Steuern für die Stadt einsammeln von zu einem Silber. Nee, das brauchen wir wohl nicht, wa? Zur Aufzeichnung von Daten der Volkszählung. Eieiei. Weiße Haus, Begrüßungsstatue. Nee. Hochschule. Ach, das ist sie doch, glaube ich. Ja, die werden wir bauen. Einen Moment. Ich müsste kurz finden, wo wir die. Oh ja, ich glaube, das ist direkt vor dem ollen Schabrackenhaus. Aber ich glaube, das Schabrackenhaus werden wir bald nochmal abreißen. Aber das Ding passt hier schön her. So, Hochschule. Du kannst weg, danke dafür. So, jetzt schauen wir mal nach oben. Ich hoffe mal, jetzt ist hier oben langsam immer noch nicht fertig. Mein Gott, was machen die ganze Zeit? Da gucken wir gleich nochmal rein. Da auch. Ich möchte das mal eben alles zumachen. Das finde ich alles immer so unübersichtlich hier. Was ist denn hier los, liebe Leute? Ja. Ich denke, wir machen es auch einfach so. Wisst ihr was? Wir machen es so. Ich mache jetzt Feierabend. Ich werde das hier fertig bauen und ich werde dann auch in eurer Abwesenheit ein bisschen noch die Lagerlogistik fortführen. Das heißt, dass ich die Trockengüter nochmal aussortieren möchte und wer weiß, dann sehen wir uns hier morgen mit 4, 5, 6 Lagerhäusern hier wieder an der Ecke. Danke heute fürs Einschalten. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Rest Samstag und wir sehen uns morgen am Sonntag wieder. Haut rein!